Um in den Installateurmodus der Madoka Assistant App zu kommen, öffnet ihr die App. Wie ihr euch verbindet, habe ich im letzten Video schon gezeigt. Danach geht ihr auf die drei Striche, geht zu App-Einstellungen, erweiterte Einstellungen und der Haken bei erweiterte Einstellungen sollte deaktiviert sein. Danach geht ihr einfach wieder zum Startbildschirm zurück, geht auf die drei Striche, geht auf Info und dann klickt ihr fünfmal auf Version. Und jetzt öffnet sich eben der Installateur-Modus. Könnt ihr auswählen, ob vorübergehend oder unbegrenzt. Ich wähle jetzt mal vorübergehend aus. Klicke ich auf die drei Striche und dann sehen wir schon, dass Installateur-Modus aktiviert ist und zwar an dem gelben Feld. Jetzt können wir zum Startbildschirm zurückgehen und unsere App auswählen. Und natürlich nicht vergessen, den Installationsmodus der Madoka Assistant App wieder zu beenden.